Moin Moin und herzlich willkommen hier zu Undermine. Heute wollen wir nicht den Patch weiter austesten. Warum nicht? Weil wir immer noch nicht den nächsten Tag haben. Oh, ich bin runtergerutscht auf Platz 82. Okay, aber bei den Freunden, die ich nicht habe, bin ich immer noch Erster. weil der erst in 41 Minuten resettet wird. Deswegen heute mal kein Update-Upcheck-Döns, aber ich würde gerne mal die Other Mine mal wieder ausprobieren. Oh, was ich gerade sehe, wir haben unsere Sachen wieder, die wir mal ausprobiert hatten. Wir haben auch Bernam wieder. Hä? Oh, guck mal, wo bin ich? Hallo. Man weiß nicht, was für ein Bauer ich bin. Ich bin zensiert, warte. Ich bin zensiert. Ja, dann, wenn wir die Sachen gerade haben, dann würde ich sogar sagen, machen wir eine ganz normale Undermine-Runde. Bing! Oh, guck mal. Da ist schon einer. Der hat richtig Bock, habe ich gehört. Und da kriegen wir auch schon unseren ersten Gedöns. So, das ist alles unseres, alles meins. Meins, habe ich gesagt. Ja, da wurden wir richtig gut begrüßt. Haha. So. Weg. Okay, ab zum Sägen. Hallo, und was nehmen wir? Steigert die Größe des Schwingangriffs. Wollen wir mal auf Größe gehen? Ja, Größe ist auch immer doof, ne? Ich glaube, Schwinggeschwindigkeit ist schon richtig nice. Bong. So, und mit unserer Nymphe, oh, wir brauchen die richtigen Artefakte. Upp. Upp. Und wir sind ja auf Stufe 8. Also wird noch richtig heikel dann hier werden alles auf jeden Fall. Bumm. So, was haben wir hier Schönes? Zwei Kisten. Träumchen. Kann direkt Fluch entfernen. Ich muss mal eben nachgucken, weil jetzt schon 24 Stunden rum sind. Da ist einfach so ein Gedöns drin. Was wir für Tränke jetzt nochmal hatten. Kann sein, was auch immer du haben willst. Ganz ehrlich, den möchte ich jetzt einfach mal trinken. Oh, wir dürfen uns einen Trank aussuchen. Was ist das denn? Steine in der Eintopf. Erhalte ein legendäres Relikt. Oh, auf den habe ich irgendwie Bock, ne? Du wirst verflucht. Erschafft ein Schild. Feinden vom Himmel fällen. Beschwöre einen Doppelgänger. Also der ist schon interessant. Ein legendäres Gedöns. Weißt du was? Den nehme ich. Ich will legendären. Erhalten. Auch wenn wir den noch verdoppeln könnten, das wäre doch auch nochmal richtig gut, oder? So, was haben wir gekriegt? Wurfaxt beschwört Blitz beim Treffer. Buff. Ja, gleich mal ausprobieren. Was war der andere Trank? Steigert kurzzeitig die Trefferchance. Und jetzt immer, wenn wir hauen, können wir ja auch vor allem... Bams, Klatsch, Babsch, hui. Bam, bam, jum, jum. Ja. Okay. Nice. Und jetzt auch noch teilt dein Fernangriff. Wams. Aber die anderen machen dann nicht Gedöns, oder? Vor allem kann ich ja 6. Machen die alle vom Wurm, ja, ne? Wam, 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 wam. Hier geht es doch safe rein.
Wollen wir das ausprobieren? Ich weiß es nicht. Wams, 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 wams. Wam, 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 wam. Oh, wir müssen unbedingt auf Fernangriff gehen. Nicht auf Schwinggeschwindigkeit oder so ein Mist. Vielleicht gibt es ja auch hier wieder die Region mit den Langfingern und vielleicht kommen wir ja dieses Mal da rein. Hast du Bomben? Warum nicht? 3 Bomben brauchen wir hierfür. Oder ein Schlüssel und eine Bombe. Oh nein. Auch noch völlige Verschwendung. Schade, warte. So. Komm her. Wam. Okay, nächste Runde. Ja, und wenn es 2 Uhr ist, dann machen wir dann nochmal. Nochmal so ein Wip-Gedöns. Ich habe aus Versehen mein Skelett getötet. Gar nicht gut. Wam. Und was kriegen wir hier Schönes? Füge bei hoher Gesundheit mehr Schwingschaden zu. Oh, eigentlich hätte ich gerne Wurfschaden. Was hatten wir hier nochmal für einen Trink? Fluchentferner. Was haben wir hier? Heile dich in jeden neuen Raum für jeden neuen Fluch. Verwandelt alle Relikte im Raum. Ach, schade, dann hätte man. Weil das mit dem Fluch heilen, ja. Muss man nicht haben. Wom. Und vor allem kann ich ja mehrere werfen, ne? Also da und da. Ist schon eine gute Kombination, muss ich sagen. Aua! Minen! Huiuiui! Huiuiui! Autsch! Cool, da geht's rein. Muss ein bisschen aufpassen. Hier sind Minen! Kann ich da einfach reinspringen und dann... Ja, und dann? Ich muss so machen, warte. Autsch. Neues Rezept! Und zwar den Wurfspeer. Oha! Oh, mach kaputt! Bobo, mach kaputt. Bobo, mach kaputt. Ja, was war das denn? Voll die Niete. Jetzt hier, schräg hier rein. Einmal hier oben. Fleisch. Ah, er hat das Fleisch kaputt gemacht. Was haben wir hier überhaupt? Bomben fallen lassen. Ich bin der Zorn vom Hasen und ich bestrafe hier jedes Wesen mit meinem göttlichen Zorn. So. Wenn wir an das Geld ran wollen, brauchen wir auf jeden Fall eine Bombe. Nur für Geld? Ganz ehrlich, im Moment nicht. Obwohl, wir haben ja diesen Trank. Warte mal. Uff. Oh, vielleicht gibt es ja hier noch was Interessantes. Keiner kommt an mein Geld ran. Das ist ein richtig gutes Langfinger-Abschreck-Sicherheitssystem.
Ich komme. Weg. Okay, weiter geht's. Haben wir alles? Ja, Fragezeichenräume haben wir wahrscheinlich nicht, aber egal. Wams, wam, 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 wam. Hallo. Alter, und wenn das jetzt auch noch stark wäre, ne? Wir müssen echt auf Wurfschaden gehen. Brauchen wir Fleisch? Nö. Bom, bom. Billy, hast du was Schönes? Billy hat ignoriere Effekte von Öl, Gift und Elektrowasser. Ganz ehrlich, eigentlich brauchen wir die nicht. Die könnten wir also umwandeln. Stellt eine zufällige Menge. Ja, den nehmen wir auch. Dann einmal bum bum. Du fällst nicht mal in Löcher. Den könnten wir eventuell gebrauchen. Hier Fleisch von Gegnern. Den nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit. Dum, 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 dum. Hallo. So, hier anzünden. Anzünden. Ah nein, er macht die alle kaputt. Er hat die kaputt gemacht, die Sau. Da wollt ihr da ran, hm? Ja, wollt ihr ran? Hier. So, Wurfschaden? Yeah, Wurfschaden. Dann gehen wir auf Wurfschaden. Pung! Dum-d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 um. Ich verstehe gar nicht, warum unser Bauer... Aua. Warum unser Bauer lebt. Oh, cool. Gib mir den Schlüssel. Auf jeden Fall... ist das Spiel wieder abgestürzt gewesen. Hat das vielleicht damit was zu tun? Dass das Spiel abgestürzt war? In der letzten Aufnahme... ist der ganze PC abgestürzt, nicht nur das Spiel. Weil wieder irgendwas mit dem Controller war. Da hat er wieder eiskalt den ganzen Rechner in Bluescreen verwandelt. Oh. Ich weiß auch nicht, wie viel ich ihm geben muss. Von jedem ein. So, das sind 1000. Geben wir ihn 11.000. Bitteschön. Euer Großmut kennt keine Grenzen, Madame. Und jetzt entschuldige mich, ich bin der Chef. Ich habe mich einem Auftritt noch nie so sehr hingegeben. Jetzt streichen wir den Hund und gehen einfach. Wenn ihn jetzt mal nicht hauen. Aber anscheinend war das auch nicht genug, oder? Oder da oben ist noch was. Renn mal hier oben hin. Dankeschön. Danke. Danke. So, jetzt haben wir auch wieder ein paar Bomben. 6. Und wir kriegen auf Luftlaufen. Auf Luftlaufen, die Schuhe, die nehme ich mal mit. Hätten wir auch wieder verwandeln können, aber... Luftlaufen ist schon vom Vorteil. Also besser als diese Ölschuhe auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier Schönes? 2 Flurentferner. Huiuiui. Verringert Elementarschaden. Nehmen wir den mit? Ja, ne? Weniger Schaden ist immer gut. Die Dinger, die könnten wir eventuell später noch gebrauchen. Mal gucken, was wir hier noch so finden.
Was mir besonders in den letzten Runden aufgefallen ist, wir hatten nur ein einziges Mal eine Flüche-Kiste. Also Kerze. Eine Kerze, die Flüche geflucht hat. Also, verstehst du, was ich meine? Bobo, hier lang. Hier lang, Bobo. Dankeschön. Hier oben. Jawohl. Mach das Ding hier kaputt. Ja. Dann nicht. Ein Segen? Ein Segen. Wurfschaden, jawohl. Noch mehr Wurfschaden. Nice. Und was kriegen wir hier? Du wirst geheilt, wenn du gebetet. Also, beten tust. Oh, warum nicht? Warum nicht? Also nur bei wirklich Kacke. Autsch. Brauchen wir die Verwandlung. Hier haben wir zum Beispiel. Ups. Hier haben wir zum Beispiel. Hallo. Drei Bomben jetzt für eine so eine Flugkacke oder was? Welchen packen wir dafür weg? Oh. Schlüssel. Für 50 Leben? So, dann müssen wir gleich auf jeden Fall wieder zu Dingsen. Wie heißt er? Billy? Ich weiß zwar nicht, was für einen Fluch wir da haben. Wenn du einen Raum bist, wird jegliches erst abgebaut. Ist eigentlich gut. Ist für mich gar kein Fluch. Aua. Ist eigentlich akzeptabel. Aber ich mach's trotzdem weg. Aber nach dem Boss. Ich komme. Ja, quatsch mich nicht mal. Hi. Kennst du den hier? Und den? Und den? Und den? Und den? Und den? Kennst du den? Den? Kennst du die? Kennst du die alle? Das sind alles meine Freunde hier. Swamps. Hallo? Autsch! Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Er ist auch ein bisschen stärker. Uiuiui. Ich muss mal eben hier die ganzen Mücken loswerden. Uiuiui. Ah, daneben. Uiuiui. Immer schön den Schwanz hinterher. Stopp. Dankeschön. Oh ja. Gold. Gold. So, und jetzt können wir den Fluch entfernen. Oh, hier ist auch noch ein Fluch. Boop. Danke. Aber ich habe vorhin noch davon geredet. Und dann nehmen wir den. Nein. Den. Trinken den. Boing. Vorhin noch von geredet, dass wir schon lange keine Flüchekerzen mehr hatten. Und finden direkt zwei Stück. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis dann. Tschüss.